Ja, ich bin nicht dafür da, romantische Gefühle zu bedienen. Zumindest nicht der Fans. Überall angekommen, sehe ich. Es war gestern Feuer drin, das hat mir gefallen. Hey, Junge! Nein! Mir ist das egal! Das meine ich! Das andere wäre auch unnormal. Du hast jetzt gerade verloren, du warst nicht zufrieden mit deiner Leistung. Das ist natürlich auch immer der Moment, wo der eine oder andere dann weiß, dass der Kampf um die Plätze vielleicht wieder ein bisschen offener ist. Ich habe jetzt nicht drin in der Kabine eine Brandrede gesagt und gesagt, Jungs, komm, jetzt ist Mittwochnachmittag, jetzt muss der Rasen brennen. Zu unserem Spiel gehört Mut. Mut mit Ball, das haben wir immer gesagt. Zu unserem Spiel gehört aber auch Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, Situationen zu antizipieren, ein Gefühl fürs Spiel zu haben, Zugriff zu haben. Dass wir halt eben diesen Moment des Ballverlustes für uns eher als Chance begreifen, denn als Problem. Ich ziehe es aber mit ins Kalkül, wenn es darum geht, ob es eine Wirkung hat für ein Spiel. Und ich habe das ja schon mehrfach jetzt betont, erstmal bezogen auf Claudio. Claudio einzuwechseln hat einen Effekt. Hat einen Effekt auf die Fans, hat einen Effekt auf den Gegner, hat einen Effekt auf die eigene Mannschaft. So, das heißt, das blende ich nicht aus. Und inzwischen ist es auch so, dass man einfach sagen muss, Jojo einzuwechseln hat einen Effekt, wo der Gegner einfach auch weiß, da ist jemand, der viel aus verschiedenen Positionen in die Tiefe kommt, der ein gutes Gefühl hat, dann auch nachzugehen, zu Abschlüssen kommt. Und von daher, in dem Sinne gesehen, blende ich das nicht aus. Aber es wird natürlich nicht... Ja, ich bin nicht dafür da, romantische Gefühle zu bedienen. Zumindest nicht der Fans. Ja, ich weiß nicht, ob brennen jetzt das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall, ja, seitdem ich jetzt eigentlich bei den Profis bin, arbeite ich darauf hin, mir Einsätze zu erarbeiten oder ja, auch dann auch Startelf-Einsätze. Und natürlich in dieser Saison bin ich jetzt ja, so dicht wie noch nie dran. Und ja, ich hoffe dann natürlich, dass es dann auch... in nächster Zeit oder irgendwann dann auch mit dem Startelf-Einsatz klappt? Ich habe hier jetzt diese Saison schon jetzt sozusagen die vierte Wendung, 1-1 gegen Hannover gespielt. Da wurde ich gefragt, ob Europa nicht zu hoch gegriffen ist. Dann haben wir ein paar Siege gehabt. Dann hieß es, ob Europa nicht eher mit Champions League gemeint wäre. Dann jetzt haben wir zwei Spiele verloren von 10 letztendlich. Ne? Also insgesamt 3 Niederlagen von 10. Also ich... Immer ruhig bleiben, in den Gesamtzusammenhang einordnen, nicht nachlassen, wach bleiben. Das ist eine Mannschaft, die enorm flexibel spielt mit Ball, die eine hohe Geduld aufbringt, immer wieder auch auf den Moment wartet, nach vorne zu spielen. Das heißt, es ist jetzt auch keine Mannschaft, wo man klassischerweise sagen könnte, es wäre ein super Mittel, sie hoch zu pressen oder es wäre ein super Mittel, tief zu stehen, sondern man muss da eine gute Mischung finden. Ein spezielles System. Ich mag das sehr, sehr gerne, weil es auch gegen den Ball eine hohe Aggressivität ermöglicht. Aber man muss halt auch sagen, extreme Systeme, extrem ist vielleicht das falsche Wort, aber spezielle Systeme haben halt auch den Punkt, dass es auch spezielle Gegenmaßnahmen gibt. Deshalb muss man sich sehr genau überlegen, wann man so etwas einsetzt. Und ja, ist aber für mich nicht ausgeschlossen, dass das auch am Wochenende ein Thema ist, weil die Spielertypen halt einfach auch dafür da sind. Ja.